Natürlich geht dann die Welt nicht direkt unter, aber die Auswirkungen sind natürlich deutlich heftiger. Zukünftig müssen wir uns auf jeden Fall auf mehr heiße Tage einstellen, das heißt Temperaturen von über 30 Grad, auch auf heißere Nächte, das heißt die Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, das erleben wir im Sommer im Moment schon in vielen Innenstädten. Man wird ja auch immer wieder überrascht, Lappland ist im Moment auch wärmer als Oberitalien. Wir erleben gerade Tornados in Europa, Extremhitze in Kanada, sintflutartige Regenfälle in Japan. Was ist los mit dem globalen Wetter? Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es sowohl Tornados als auch heiße Tage und ja, Monsunregenfälle schon immer gegeben hat. Also das ist per se erstmal nichts Ungewöhnliches. Was sich natürlich geändert hat, wir bekommen jetzt mittlerweile deutlich mehr mit über die Medien, was weltweit auch an Extremwetter passiert. Das war früher natürlich nicht der Fall. Was natürlich beachtlich ist, ist jetzt zum Beispiel bei der Hitzewelle in Kanada, wie deutlich höher die Temperaturen dort im Vergleich zum letzten Maximum waren. Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat auf Twitter angesichts des schweren Tornados in Tschechien mit mehreren Toten eine düstere Prognose gewagt. Er hat dort geschrieben, wird bei uns auch kommen eines Tages, wird viele Tote geben. Ist das überzogen oder hat Kachelmann hier recht? Prinzipiell ist es ja schon auch so, dass Tornados auch in Deutschland auftreten können. Also aktuell sind 20 bis 60 Tornados pro Jahr in Deutschland nachweisbar, plus eben eine große Dunkelziffer. Bisher kann man noch keine Zunahme von Tornados feststellen. Allerdings geht man davon aus, dass die Tornados in Zukunft einfach wegen einem höheren Energiegehalt in der Atmosphäre heftiger ausfallen können. Das stimmt schon, ja. Das war die diplomatische Antwort. Hat Kachelmann hier Quatsch geredet oder ist das sinnvoll, was er da geschrieben hat? Also mehr Tornados gibt es im Moment noch keine Belege dafür, dass der Klimawandel mehr Tornados verursacht. Aber wenn ein Tornado auftritt, dann kann er eben zu heftigeren Schadensereignissen führen. Wir haben es eben schon ganz kurz angesprochen. Auch global gesehen herrscht derzeit Extremwetter. In Kanada erreichen die Temperaturen fast 50 Grad. Wie kommt es dazu? Ja, in Kanada war das tatsächlich ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Zum einen hat sich ein sehr, sehr starkes Hochdruckgebiet am Boden und auch in der Höhe gebildet und sich dort quasi für mehrere Tage festgesetzt. Das bedeutete, dass die ohnehin schon warme Luft da nicht weg konnte, sondern sich vielmehr noch deutlich mehr erwärmt hat. Zum einen durch eine Absinkbewegung innerhalb des Hochs, also in Hochdruckgebieten sinkt die Luft immer ab und erwärmt sich dadurch. Zum anderen hatten wir eine sehr, sehr hohe Sonneneinstrahlung, einfach jahreszeitlich beginnend das Maximum, was da möglich ist. Dann kam noch hinzu, dass wolkenlose Bedingungen geherrscht haben und dann noch ein lokaler Effekt, nämlich hat der Ort, wo nahezu 50 Grad gemessen worden, der liegt an einem Rande eines Gebirges und es haben östliche Winde geherrscht, das heißt, die Luft ist die Westhänge hinuntergeströmt und durch das Hinunterstrom ist quasi wie so ein Föhneffekt, hat sich dann die Luft nochmal erwärmt. Also das war wirklich ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Inwieweit kann oder muss man das mit dem Klimawandel erklären? Ja, eine einzelne Hitzewelle kann man erstmal nicht auf den Klimawandel zurückführen. Aber was Klimawissenschaftler schon sehen, ist eine Häufigkeit von Hitzewellen. Oder sie gehen davon aus, dass es eben in Zukunft mehr Hitzewellen geben wird. Und um das zu verstehen, muss man schauen, wie solche Hitzewellen entstehen. Und da kommt dann der Jetstream ins Spiel, der maßgeblich für unsere Hoch- und Tiefdruckgebiete zuständig ist. Und der Jetstream ist quasi ein Starkwindband, also das heißt mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten, der um die Erde einmal von West nach Ost in mehrere Wellen hinwegläuft und eben die Hochs und Tiefs normalerweise von West nach Ost praktisch wegschiebt. Und der Jetstream ist eigentlich dazu da, um die Temperatur und auch die Druckunterschiede zwischen der kalten Arktis und der deutlich wärmeren Luft im Süden auszugleichen. Und dadurch, dass die Arktis sich deutlich schneller erwärmt als der Rest der Welt, sinken die Temperaturunterschiede. Und jetzt scheint es so zu sein, dass sich dadurch dann eben in der Folge eben auch der Jetstream abschwächt und es eben häufiger zu sogenannten stationären Wellen kommt. Also das heißt, dass er sich dann nicht mehr weiter bewegt, sondern dass eben ja in einer so einer Welle dann eben auch so eine Hitzewelle sich ausbilden kann. Wie sehr sind Sie ganz persönlich besorgt von diesen Wetterentwicklungen? Also wenn ich mir die letzten 3 Jahre anschaue, die wärmsten und trockensten 3 Jahre waren, die es jemals gegeben hat und jetzt die Hitze mit fast 50 Grad in Kanada, die ja zumindest auch nicht ausgeschlossen sind für Deutschland mit den unzähligen Zehntausenden von Hitzetoten, die es ja auch in 2003 gegeben hat, dann bin ich persönlich schon besorgt, ja.
Auf welche Wetterphänomene müssen wir uns künftig einstellen hier in Deutschland? Was ist da zu erwarten? Zukünftig müssen wir uns auf jeden Fall auf mehr heiße Tage einstellen, das heißt Temperaturen von über 30 Grad. Auch auf heißere Nächte, das heißt die Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, das erleben wir im Sommer im Moment schon in vielen Innenstädten. Das wird zunehmen, die trockenen Phasen, also das heißt die Dürrephasen, die werden zunehmen, gleichzeitig aber auch die Starkregenereignisse, also insgesamt eine Zunahme der Häufigkeit und der Intensität von Extremereignissen. Aufgrund der Delta-Variante steigt die Inzidenz in beliebten Urlaubsländern gerade an. Viele planen ihren Urlaub in Deutschland. In welchen Regionen gibt es diesen Sommer die beste Wettergarantie? Ja, eine Wettergarantie kann ich Ihnen leider nicht geben. Wir können ja das Wetter für 7 bis maximal 10 Tage verlässlich vorhersagen. Und da sieht es auch weiterhin für Deutschland wechselhaft aus. Man kann natürlich die Statistik jetzt hinzuziehen und die zeigt zum Beispiel, dass die Küsten Deutschlands, also Ostseeküste oder auch Ostseeinseln, die mit der höchsten Sonnenscheindauer in Deutschland sind, oder klar ist zum Beispiel auch, dass es in den Mittelgebirgen und den Alpen in den Sommermonaten einfach die höhere Wahrscheinlichkeit gibt für Schauer und Gewitter. Aber ja, eine verlässliche Wettergarantie kann ich nicht geben. Zumal jetzt, man wird ja auch immer wieder überrascht, Lappland ist im Moment auch wärmer als Oberitalien. Selbst in Parteien, die im Deutschen Bundestag sitzen, gibt es immer noch Politiker, die den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen. Was sagen Sie diesen Leuten? Ja, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage, weil wir uns ja politisch eigentlich nicht äußern dürfen. Ja, ich denke, es gibt keinen Zweifel daran, dass es den Klimawandel existiert und in der Form, wie wir ihn derzeit erleben, dass der anthropogene Teil einfach auch sehr stark ist, das heißt der menschengemachte. Es kommt jetzt mehr darauf an, wie wir das begrenzen können, also ob wir die 1,5 Grad noch erreichen können oder auf wie viel höher wir sozusagen landen werden. Frau Bettelmann, glauben Sie, dass das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist? Ja. Aber nur theoretisch ja, denn dafür müssten alle Staaten der Welt den Klimavertrag von Paris umsetzen und schnell und vor allen Dingen auch intensiv in den Klimaschutz einsteigen. Und das bedeutet einen Ausstieg von den Treibhausgasen. Und mit den Maßnahmen, die aktuell getroffen werden, würde das 1,5-Grad-Ziel verfehlt. Und je länger man mit den Maßnahmen wartet, desto schwieriger wird es natürlich auch. Theoretisch ja heißt praktisch nein. Was bedeutet das? Dass wir, wenn wir so weitermachen, nicht die 1,5 Grad schaffen, sondern eher bei 2, 3 oder plus 4 Grad liegen. Und natürlich geht dann die Welt nicht direkt unter. Aber die Auswirkungen sind natürlich deutlich heftiger. Sowohl was jetzt die Extremereignisse angeht, eine Zunahme eben der Intensität und auch der Häufigkeit, aber auch alle Sachen, die da global mit verbunden sind, sei es jetzt Gefährdung der Infrastruktur und der Gesundheit, aber auch Lebensmittelversorgung und Flüchtlingsbewegungen.